Hallo und herzlich willkommen zurück auf YouTube und auch auf Twitch. Wir spielen ein Let's Play Conan Exiles zusammen mit dem Storm. Grüß euch, Leute. Ja, beim letzten Mal sind wir, glaube ich, da hinten in diesem, ja, was ist das eigentlich gewesen? Tempel oder so, mit den ganzen NPCs gewesen. Das war eine Höhle von Jo. Schniepels. Und wir müssen jetzt noch zurück zur Base latschen, noch ein paar Meter. Und dann, glaube ich, bauen wir heute einfach mal ein bisschen. Innenhof haben wir gesehen, schön. Genau, ich muss mal gucken. Ich wollte ja, den Innenhof noch ein bisschen pflastern. Ich glaube, dafür müssen wir rattenviel Stein sammeln. Jo. So, ich muss noch kurz was. Die Vorschau kann ich hier rausnehmen, genau. Und dann kurz hier noch ein Fenster einschalten. Okay, weiter geht's. Dann habe ich auch ein, zwei FPS mehr. Das ist echt weit, ne? Ja, ziemlich. Fuck, ey, ich habe ein paar Eier mit. Aber ich habe noch. Ja, Fleisch habe ich auch. Aber ich glaube, auf dem Weg dahin sind noch ein paar NPCs, die wir callen Ein können. Krokus hinter dir. Echt? Wo? Oh. Wie glitscht denn das hier rum, Alter? Das bewegt sich gar nicht. Es rutscht hier einfach nur Moonwalk-mäßig auf dem Boden lang. Sneaky Kroko. Da sind ein paar, die wir callen können. Jo, Spike am Start. Ja, Jo, aber. Keule. Wie schnell, was sind das für Lowbops? Wie schnell die jetzt down gehen mittlerweile, ey. Ist gleich abgenutzt, die Keule. Hast du den Stein da reingeprügelt? Ich sehe nur die Füße. Was habe ich? Du hast den einen Dude da in den Stein reingeprügelt. Ich sehe nur seine Füße. Sag mal. Mies. Befreien von seinem Leid. Zu untertrümmern. Wenn wir wieder zurück in der Base sind, weißt du, was heute dein Job ist? Stein. Ja. Ich liebe Stein. Was hätte ich nur vorher ohne Stein gemacht? Dich verfolgt wieder ein Kroko. Wo kommen die ganzen Viecher denn heute her? Ah, das ist ja ewig weit weg. Kannst du klatschen. Bin ich ja schon in der Base, bis der da ist. Wir müssen ja noch über den Fluss rüber, den ganzen Weg da lang. Mann, das dauert, ey. Ach, dauert Ewigkeiten. Ewig. Ja, 2 Minuten. Aber da sind schon Ewig. überall auch am Fluss entlang Bauten, ne? Wenn man mal so guckt. Ist halt witzig, wie die Leute mal alle am Ufer absiedeln sollen, die Stränden. Naja, weil die haben auch keinen Bock, so weit zu laufen. Nein, Lag. Nicht den Baum hacken, ey. Mega der Lag. Kommst denn du auf einmal her? Hier wird nur geprügelt. Keine Waffen. Zack. Müssen wir hier rüber? Ja. Ja, dann noch die ganze Zeit am Fluss entlang. Sind noch ein paar Meter. Irgendwie rede ich jetzt wieder in Conan Exiles. Wie Manchmal kommt reden? dieses. Na, manchmal kommt da so Menschen aufgebloppt, so. Als würde ich Ja, irgendwie kannst ein Voice nutzen. in-game Voice Chat. In-game Chat ist aktiviert und Voice auch. Was ist das für ein Knopf? Der Voice-Knopf. Welcher ist denn das? Weiß ich gerade gar nicht. T. Ah. Hallo. Bewegt sich mein Mund eigentlich? Wie dein Mund. Na, ist ja meist so, wenn man so in-game irgendwie redet, dann bewegt sich ja auch der Mund des Charakters. Ich glaube nicht. Hallo. Boah, an manchen Ecken ruckelt das Spiel einfach wie Sau. Ich habe keine Ahnung, wieso. Weil das Game eine Ressourcenschleuder ist. Ist wirklich komisch, ey.
Meine Grafikkarte ist gerade mal zu 50% ausgelastet, wenn ich mir das hier in Afterburner angucke. Und trotzdem ruckelt es wie die Sau. Und meine CPU ist auch nicht dicht, also. Ist das Game? Komisch. Kann man nichts machen. Ich sehe dauernd irgendwelche Gazellen durch den Himmel laufen. Heute glitscht das Spiel wieder ordentlich. Ah. Home sweet home, das ist der riesen Torbogen. Mann, der macht so ein enttäuschendes Geräusch, der Torbogen. Ich erwarte immer so einen mächtigen Sound. Ich hatte da schon angefangen, hier den Hof zu pflastern, ey. Das wird noch eine Aufgabe. Ich binde mal gleich wieder das Bett. Ich bin schon in der Base. Ach, wie habe ich den Schmiedsound vermisst? Oh nee, ich erinnere mich bloß nicht daran. So, mal Ja, Holly manchmal backt der Fleisch Boden auch herstellen. einfach nur. Läuft er halt, tut einfach so in so eine Schräge lang. Gut, dann würde ich mit der Brauerei anfangen. Wenn du dann in der Nähe bist, kannst du ja dann ein bisschen Stein Ich bin sammeln. im Hof. Ich bin auf dem Hof. Ich muss mal gucken, wie sieht's eigentlich unsere Produktion aus? Ich glaube, die ganzen Öfen sind weg, durchgebrannt. Nee, ja, die haben sich abgeschaltet von alleine. Ist ja interessant. Der hat fertig produziert. Der auch. Wenigstens schalten die sich jetzt mal ab und die ganze Kohle brennt nicht einfach nur sinnlos. Ja. Kann ich einen Ofen gleich mal wieder Stahl herstellen lassen? Unser Archer ballert. Oh, höre ich gerade. So, dann läuft hier auch schon mal die Produktion. Sieht doch gar nicht mehr so verkehrt aus. Ich dachte, es gibt irgendeinen Knopf geben. Nee. Ich kann immer nur alles nehmen, das nervt mich auch. Ah, egal. Brauche jetzt auch gerade nichts. Wenn wir bauen, dann muss ich auch kein Zeugs in der Hand halten. Ich leg mir auch mein ganzes Lederzeug und so wieder ab. So viel Stuff in den Taschen. Mal Schuhe reparieren. Ja. So, dann, wie sieht es denn an der Steinfront aus? Mal Ein bisschen ist gucken. noch. Ja, ich denke mal, das habe ich in wenigen Sekunden weggebaut. Stahl und Eisen. So, dann fangen wir mal an mit den Fundamenten. Stahl, wo kommt das noch mal rein? In den rechten Öfen, ne? Ja, das dunkle Stahl, ja genau, in den rechten beiden. Alle anderen Öfen sind für Eisenbarren. Okay. Na, das wird ja jetzt hier was, den ganzen Hof zu pflastern.
Na, dann einmal Stein bauen, abbauen. Ah, das backt hier sowieso schon wieder rum. Ah, wir konnten noch den Boden nicht mehr abreißen, ne? Das war doch letzte Mal Irgendwas das war mit dem Problem. Boden. Ja. Na, dann bau erstmal diesen einen Stück vorbei, muss ja nicht sofort ersetzen. Ja, und das Problem kommt früher oder später trotzdem wieder auf uns zu. Und dann machen wir uns einen Kopf drum. Ist das dumm, wieso ich an das Stück nicht mehr rankomme? Alter. Stupid. Stupid. Ich glaube, das kann man nur lösen, indem ich kurz PvP auf dem Server anschalte. Mach kurz. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Warte mal, ich guck mal die Nicht, das heißt ja Servereinstellung. Struktur einfach zerstören, oder? Strukturzerstörer. Hä? Heißt das nicht Strukturzerstörer? Hab ich da nicht mal irgendwas gelesen? Nee, das ist einfach PvP. So, kann ich gar nicht. Kann Strukturen von Spielern beschädigen. Das mache ich mal kurz an. Ja, ich aber trotzdem das hier nicht down. So, nee, man kann PvP anschalten und dann sagen, ob man Strukturen mit zerstören kann oder nicht. Das ist Ach es. so. No, bringt aber nichts. Dann mache ich es auch wieder aus. Wenn ich kurz aus der Gilde rausgehe. Nee, 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 auf keinen Fall. Du kommst nicht wieder rein. Warum das denn? Ist so. Ah, ist das dumm? Ich will es doch nur abreißen. Nirgends kann man die Taste E drücken. Die anderen habe ich abgerissen bekommen, aber das geht nicht. Soll ich mal probieren? Kannst Ob ich da ja rankomme. gucken, ob du mehr Glück hast. Glaube nicht. War denn das? Welches war denn das? Na, die beiden, die da jetzt noch so sind, siehst du schon. Nee, hinter dir. Hinter dir. Zwei. Ach so. Das kriege ich ab. Gut, dann das andere auch noch. Nein, hier ist schon wieder so eine Stelle, wo ich kein Fundament setzen kann. Hör da auf. Wird kompliziert, ey. Aber sowas von. Dann ist da halt eine kleine Lücke. Ich krieg das Stück nicht ab, ey. Ah, das sieht scheiße aus. Nee, nee. Da die jetzt so nett. Es ist nur dieses eine Stück, was nicht abgeht, ne? Das ist richtig mies, das Ding. Mal gucken, andere Taktik. Richtig nerviges Stück. Ich glaube, das ist unkaputtbar. Es muss da bleiben für immer. Nein. Muss weg. Finde den Winkel, Junge, finde den Winkel. Alter, das ist unmöglich. Das ist der Wahnsinn. Gibt sich eine Taste ohne dieses dämliche Snappen zu bauen? Mal, ich guck mal kurz. Tastatursteuerung. Tastaturbelegung.
Ablegen, einblenden, Hauptmenü. Nee. Halten, Left Shift für Höhe, halten für Kippen, Left und Alt. Ah, mittlerer Mausbutton. Ja, klappt aber nicht. Na, mittlerer Mausbutton drückst du aber, wenn du irgendwas platzieren willst, oder? Aber mittlerer Mausbutton macht er nicht. Snap trotzdem noch. Hä? Was ist denn das hier schon wieder? So, also Einstellung. Tastaturbelegung. Menüs, Kommunikation. Building. Automatische Geländeanpassung von Objekten. Ich nehme einfach eine andere Taste. Vielleicht. Ja, der erkennt meinen mittleren Mausbutton gar nicht. Was habe ich noch für eine Taste, die nicht belegt ist? Hier. Ich kann gar keine Taste dafür nutzen. Was ist das was ist das denn? Das kommt aus. Aber noch nicht fertig, blödes Spiel. Nochmal. Tastaturbelegung. Wie legt man dafür einen neuen Knopf fest? Ist egal, welche Taste ich drücke auf der Tastatur, das brennt das Spiel gar nicht. Okay. Jawohl. Gib mir some Bugs. Gib mir some Bugs. Ja, nö. Funktioniert irgendwie nicht. Mittlerer Mausbutton. Deswegen funktioniert es bei mir auch nicht. Toll. Dann, ja, brauche ich erstmal da weiter, wo es geht. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Und irgendwann später werde ich mal rausfinden, was der Scheiß soll. Guck mal, wie dumm ein Schar aussieht. Was machst du denn da? Wenn man jetzt R gedrückt hält, kann man Emotionen machen. Und ich So. habe im Sitz und im Shift gedrückt, habe ich einfach Sit gemacht. Sleep. Einfach mal eine Runde pennen. Gute Nacht. Ich stehe wieder auf. Drück mal dabei STRG, kannst du dann laufen, obwohl du schläfst? Nö, ich stehe schon wieder auf. Keine Ahnung, freue ich mich auch gerade. Mit R und Cancel, aber das funktioniert nicht. Jetzt habe ich es kaputt gebackt. Ich kann nicht aufstehen. Der liegt einfach da. Oh, was lieb, vielleicht mit R. Ah, Waffe ausgewählt. Dann ging's. Jetzt mein Schaf voll verbuggt, ey, total behindert. Komm, wie schnell ich bin. Alter, wie schnell kannst du denn gehen? Ja, es hat ja super geklappt mit den neuen Features bei Conan. Was für ein Rotz. Eigentlich glaube ich, soll man sich dabei nicht bewegen können. So, komme ich auch wieder normal? Alter, ich kann nicht mehr stehen. Ich muss jetzt mal sitzen bleiben. Hier, drück doch mal R, dann kannst du auf Cancel klicken und dann mal eine Waffe ziehen. Was bei mir Ach gerade so, geklappt. auf Karte, okay. Nö, ich kann auch keine Waffen mehr ziehen. Ist das schlecht? Gucken, wenn ich schlafe. Und dann Gute Nacht. habe ich Cancel gemacht und dann eine Waffe gezogen und dann ging's wieder. Toll, Du, du kannst jetzt nicht. Wieso kannst du dich schon im Schlafen bewegen? Hör auf, Alter. Ist das schlecht? Oh je, ich glaube, ich muss reloggen. Ja, mach Soll ich auch mal. jubeln? Oh, jetzt habe ich Jubel gemacht, jetzt ist mein Spiel abgestürzt. Nee, jetzt geht's wieder. Ja, Ah, Jubin hat okay. letztes Mal auch mein Game abgestürzt. Da ist das doch bei mir auch völlig eskaliert. Aber Jubeln hat mich jetzt gerade wieder geheilt. Nee, ich stocke. Nee, Schön. bei mir bewegst du dich durch die Welt ohne. Ich würde reloggen. Irgendwie glitschst du hier völlig rum. Shit. Ja, bei mir funktioniert es ja auch gerade nicht besser. Schau mal, Redo. Mach mal. Ich bin voll verbuggt. Achso, ich habe noch ein bisschen Stein in die Kiste getan. Jo, ist gleich alle. Schön. Auf ein neues Steinfarming. Das wird was hier den ganzen Innenhof zuzupflastern, vor allen Dingen so wie das gerade rumbackt.
weiß noch gar nicht, wie ich das alles machen soll. Mal schauen. Juhu, ich bin wieder wegen. Dieses eine Scheißstück hier, ne? Ja, das versaut's mir gerade. Wobei das hier ringsum zu uns Haus auch nicht schöner ist. Wir haben hier so eine Spalten, aber ja, da kann ich nichts machen. Müssen wir irgendwas draufsetzen oder so? Keine Ahnung. Weiß auch noch nicht, was da hinkommt. Eine Palme. Vielleicht mal die Feuerspieße rein oder so. So rings ums Haus. Oh. Kannst du noch ein bisschen Stein collecten, weil das ist jetzt hier echt gleich alle. Schulstein, ja. Genug gealbert. Es wird gearbeitet. Wenn wir erstmal den Innenhof fertig haben, können wir noch schön ein, zwei Nebengebäude reinbauen. Könnten wir vielleicht eine Werkstatt bauen, weil wir dann die ganzen Öfen reinpacken. Ich hätte eigentlich Bock, noch so einen richtig üblen imberhohen Turm zu bauen. Ich glaube, mit den anderen Strukturen kommt man auch noch höher als mit den Steinstrukturen, die wir jetzt gebaut haben. Aber wollen wir noch höher? Höher. Höher ist immer gut. Ah, hier ist mein Knüppel. Der war in der Kiste. Knüppel aus dem Sack. Ich habe auch meinen Knüppel gerade in eine Kiste reingetan. Boah, in den Kisten hier unten herrscht völliges Chaos. Ich habe jetzt keine Lust, es aufzuräumen. Naja, ist egal. Ich glaube, ich gehe auch mal eine Ladung Stein holen, um das zu beschleunigen. Hier ist welches. Brauchst du nicht. Ja, ich hol schnell welches. Ah, es wird jetzt schon wieder dunkel. Verdammt. Dunkelheit nervt. Steini, wir brauchen Steini. Irgendwann müssen wir auch noch mal die Landebahn rüberbauen. Ja, stimmt. So wie die anderen Jungs da ihre geile Brücke gebaut haben. Jetzt habe ich schon wieder, dass die Steine nicht verschwinden, ey. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit ist das Spiel, wird das immer verbuggter, anstatt weniger Bugs. Na, neue Features, neue Bugs. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es werden einfach immer mehr Bugs und die alten werden gar nicht behoben. Ist irgendwie komisch. Weil gerade so diese Sachen, die alle vorher funktionierten, wie das Bauen und Abreißen oder hier das Hacken von Ressourcen, dass die Steine dann einfach irgendwann nicht verschwinden, man einfach nicht mitbekommt, das hat alles mal funktioniert, der ganze Mist. Super nervig. Ah, jetzt ist doch die Kohle da. Jetzt wird einfach losgeschrieben. Na, die machen ja schon Features und so, so ist es ja nicht, aber irgendwie fixen die nicht den kaputten Scheiß. Die Prios sind wahrscheinlich erstmal Features und dann die Features alle fertig sind, dann kommt Bugfixing. Super. Bis dahin ist unspielbar. Ich glaube, irgendwann müssen wir sowieso mal wipen. Also eigentlich will ich ja nicht wipen, weil ich das auch scheiße finde. Aber so wie ich das hier sehe, das buggt ja immer mehr rum. Ja, mal schauen. Vielleicht reicht es auch einfach, den Server ein Backup einzuspielen. Glaube ich jetzt nicht. Da siehst du nichts, wenn es dunkel ist. Gar nichts. Nichts, Mann. Ich muss da meine Fackel rausnehmen. Ich glaube, irgendwann, also jetzt geht's noch, aber irgendwann heute auch noch mal ein bisschen Holz. Aber jetzt ist gerade noch genug da. Bauen, bauen, bauen. Boah, ist so dunkel, ich weiß gar nicht. Ach, da. Nein, wieso passt denn da jetzt keins mehr rein? Oh.
Conan nervt. Conan. Mach das dahin. Okay, ich muss irgendwann, bevor wir mal weiterspielen, versuchen, meine Tastaturbeins hier zu fixen. Das funktioniert überhaupt nicht, ey. Ich kann überhaupt nicht bauen dadurch. Super am Abstressern. Was ist denn hier los? Haben die Welt geändert oder was? Wieso? Wo ist denn der Dschungel hin? Welcher Dschungel? Na, wo uns immer der Alligator gestresst hat. Doch da rechts am Fluss. Der weg? Vielleicht hat einer da alles weggehackert. Ach so, ne, den gibt's immer noch. Ich bin irgendwie völlig orientierungslos durch die Gegend, weil es so dunkel ist. Das ist ja wirklich wahnsinnig dunkel heute. Fackel. Ja, stimmt, aber das nervt schon mit den Steinen, dass sie nicht einfach weggehen, wenn die fertig abgehakt sind. Ja, man hackt einfach weiter drauf und dann merkt man auch erst, oh, kommt ja gar nichts mehr. Ja. Voll die Zeitverschwendung. Oh, mein Magen knurrt. Ja, hör auf zu wehen, hier hast du was zu essen. Na, wird doch langsam. Schon auf dem halben Weg drüben am Tor. Oh je. Es sind zwar noch einige Löcher hier im Boden, aber kann ich leider nicht fixen. Stein. Boah, das sind Ewigkeiten. Ah, das geht doch schnell. Guck mal, wir haben einen halben Hof geschafft in 15 Minuten. Arbeit, Arbeit. Holz ist gleich alle. Muss ich echt Holz hacken? Ja, ein bisschen. Ey, ich mach mal die ganzen Äste weg. Wir haben übertrieben viel Äste. Ja, schmeiß die weg. Kein Mensch braucht so viel Äste. Wenn wir welche brauchen, können wir die sammeln. Oh. Ja, was zwitschert denn da so übertrieben bei dir? Süßer Stresservogel. Hast du Fenster auf? Ja, angekippt. Mach das mal zu, Junge, das ist mega laut, der Kackvogel. Alter, ist gleich still. Wieso soll der denn gleich still sein? 2 Minuten, der muss noch ausrasten. Alter, das ist richtig laut, ne? Wo kommt Holz? In die rechte Kiste? Ja, ist egal. Was geht mit dem Vogel? Ich sag dir, das ist wahnsinnig laut. Weep, 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 weep. Oh, jetzt kommt ein zweiter Vogel ins Game. Was ist denn da los? Reicht das an Holz hier, ne? So eine ganze Kiste? Ja. Stein ist viel wichtiger. Bauen wir Stein ab. Na, ein paar Meterchen sind es noch bis dahin. Aber ich finde, es geht jetzt schon mal langsam. Ja, passt. Jo, ich glaube, wir sind auch erstmal am Ende der Folge. Okay.
Ja, dann vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, uns beim Bauen unseres Innenhofes zuzusehen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir ein Let's Play Conan Exiles spielen. Ciao Leute, bis dahin.